Wird Thomas Schumacher die Meisterschaft auch im Jahr 2018 holen? Der Fahrer des Kartsport Slim Teams steht hier auf der Pole als Sieger des Laufes heute Vormittag. Neben ihm mit der 511 Patrick Weinstock vom FM Racing, der ebenfalls noch Chancen hat auf die Meisterschaft. In der zweiten Startreihe dann Michael Becker, die 504, der Führende der Meisterschaft mit gerade mal einem Punkt Vorsprung auf Thomas Schumacher. Und Timo Haug, die 575 vom Swiss Atlas Kart, dann neben ihm in der zweiten Startreihe. Haug, der nicht mehr in das Geschehen der Meisterschaft eingreifen kann, aber noch theoretische Chancen auf Platz 3 sich ausrechnen darf. Klaus Parner, die 502, und Konrad Bayer, die 508, dann in der dritten Startreihe, und aus der vierten Startreihe rollt an den Start mit der 515 Andreas Schindler und Tanja Yildiz, die 585. Thomas Kunz hat die 544 aufgeklebt und kommt aus der fünften Startreihe an den Start, ebenso die 513 Rodrigo Pinilos. Marco Winkler, die 546, macht das Feld der WD2 Masters komplett. Also sind wir mal neugierig, wie die Sache hier ausgehen wird. Michael Becker mit dem weißen Helm in den Deutschlandfarben unterwegs in seinem Tony-Kart in der zweiten Startreihe. Direkt vor ihm Thomas Schumacher. Und wie gesagt, die beiden trennen nur ein Punkt zur Meisterschaft. Nach den zwei Siegen an diesem Wochenende für Thomas Schumacher und Michael Becker mit einem zweiten und einem dritten Platz musste er die nochmal um die Führung jetzt in diesen letzten 14 Minuten und eine Runde kämpfen. Thomas Schumacher kennt das schon aus seinen Meisterschaften von 2012 und 2013. Und Michael Becker, ja, der war jeweils Vizemeister, der möchte jetzt endlich mal aufs Treppchen. Nach dem Start sofort Thomas Schumacher vorne und da setzt sich dann auch gleich Michael Becker hinter ihn, lässt dem Patrick Weinstock da keine Chance auf Platz 2 zu gehen, soll heißen Patrick Weinstock jetzt auf Platz 3 dann unterwegs. Und die drei setzen sich auch sofort vom übrigen Feld ab. Da ist natürlich jetzt angesagt, absetzen und dann ab. Ich würde schon sagen, abfeiern, aber das ist dann eher bei diesen Dreien abfahren. Michael Becker versucht jetzt schon in Führung zu gehen, geht rechts, geht links und dann ist Patrick Weinstock innen durch. Ah, das war jetzt nicht so clever von Michael Becker gemacht. Der wollte erst innen durch, rechts vorbei am Thomas Schumacher. Das hat nicht geklappt. Dann hat er sich gedacht, okay, dann fahre ich außen herum. Dann komme ich mit mehr Schwung rein in die Steilkurve und das Ergebnis war, mehr Schwung hatte dann Patrick Weinstock und er ist damit auf Platz 2, setzt sich sofort in den Windschatten rein von Thomas Schumacher. Wieder Patrick Weinstock weit raus angefahren die Kurve, um dann Thomas Schumacher innen überholen zu können. Hat nicht geklappt, deswegen jetzt ein bisschen Abstand zwischen Schumacher und Weinstock gekommen. Ja, Michael Becker, der muss hier einfach zuschauen. Und Patrick Weinstock geht in Führung, geht vorbei an Thomas Schumacher, der sofort den Gegenangriff wieder einleitet. Und da will auch der Michael Becker nochmal ein Wörtchen mitreden, aber gelingt ihm nicht, im Gegenteil. Da ist eher noch der Klaus Parnet da. Und versucht sich hier
auf die vorderen Plätze zu bringen. Aber dann Michael Becker am Ende der Gegengerade vorbei an Patrick Weinstock. Und auch Klaus Parnett versucht hier vorbeizugehen. An Weinstock kommt aber nicht vorbei. Gegenangriff aber wieder von, doch kommt vorbei. Der Klaus Parnett jetzt auf Platz 3. Aber Thomas Schumacher jetzt schon mit einem großen Vorsprung vor Michael Becker unterwegs. Eine halbe Sekunde konnte er durch diese Fights hinter sich schon einmal herausfahren. Und Timo Haug, ja, der sieht natürlich ebenfalls seine Fälle im Augenblick davon schwimmen, was hier den dritten Platz angeht. Der will hier auch nochmal zeigen, was er die Saison über drauf gehabt hat mit seinen beiden, mit seinen drei Siegen, muss man ja schon sagen, mit seinen beiden Siegen in Genk und einem Sieg in Wittgenborn. So, Thomas Schumacher hat jetzt einen Vorsprung gegenüber Michael Becker von 0,6 Sekunden. Also heißt, der Vorsprung wird größer zwischen Schumacher und Becker. Also das alte Bild, wie wir es schon 2013 gehabt haben, als der Michael Schumacher Meister wurde und Michael Becker als Zweiter über die Ziellinie am Jahresende gekommen ist. So läuft es auch in diesem Jahr wohl raus, wenn es bei diesem Stand bleibt. Aber wir wollen noch nichts verschreien, denn wir haben jetzt gerade mal 4 Minuten auf der Uhr, die abgelaufen sind von 14 Minuten, bevor es in die letzte Runde geht. Genügend Zeit, sich jetzt nochmal auszuruhen und einfach mal den Thomas Schumacher dort vorne machen zu lassen, fahren zu lassen. Und der Michael Becker bleibt hier einfach auf Platz 2, muss einfach nach hinten zu Patrick Weinstock dann so ein bisschen absichern. Aber Weinstock, der ist beschäftigt, da ist der Timo Haug bei dem und versucht auf Platz 3 noch nach vorne zu fahren. Und auf der Gegengerade dreht sich Schumacher immer wieder um, schaut nochmal nach. Was tut sich hinter mir? Was macht der Michael Becker? Kommt er näher oder bin ich schneller? Kann ich ihm eher noch entfliehen? Ja, und der Abstand, der bleibt fast gleich nach dieser 6. Runde zwischen diesen beiden. Ist das jetzt die Ruhe vor dem Sturm, die hier der Hagener praktiziert? Michael Becker, der in Wackersdorf bisher noch keinen Lauf gewinnen konnte in seiner 18-jährigen Rennsportkarriere. Aber er wird jetzt leicht schneller, fährt sich jetzt langsam heran an Thomas Schumacher. Wenn wir uns die Zeiten einmal anschauen, merkt man, Michael Becker ist jetzt auf dem Weg in Richtung Thomas Schumacher. Das ist natürlich auch immer die Frage der Kondition. Das ist natürlich auch immer die Frage, wann habe ich meinen Rhythmus für diesen Lauf gewonnen und wann habe ich die Temperaturen für mein Kart, für den Motor, für die Reifen? Wann ist es ideal? Und der Michael Becker hat das ganz geschickt gemacht, indem er nicht direkt an Thomas Schumacher herangefahren ist. So kann er nämlich einfach seinen Weg fahren. Den Idealweg kann jetzt Schwung quasi aufbauen, um dann doch noch auf den letzten Metern vielleicht an Schumacher vorbeizugehen.
Wäre er jetzt hinter Thomas Schumacher gefahren, dann hätte er natürlich immer wieder raus müssen aus der Ideallinie, weil der Thomas Schumacher hätte das natürlich schon so geschickt gemacht, dass Michael Becker immer wieder eine andere Route hätte fahren müssen. Dann wäre er natürlich nie so rangekommen. Und das geht jetzt so peu à peu. Und wir haben noch 6 Minuten, 10 Sekunden auf der Uhr. Dann noch eine Runde. Das ist noch genügend Zeit. Wir sind zwar über der Halbzeit, aber das ist natürlich noch genügend Zeit für Michael Becker. Und jetzt sieht man es auch deutlichst, wie Becker langsam an Michael Schumacher herankommt. Jetzt ist er fast schon in seinem Windschatten. Und er sah schon zum ersten Mal so aus, als möchte Michael Becker sich an Thomas Schumacher vorbeibremsen. Dann hat er sich aber in letzter Sekunde nochmal anders überlegt, hat sich gedacht, nee, da warte ich lieber nochmal eine Runde. Aber auf der anderen Seite hat er natürlich jetzt auch Schumacher gezeigt, an welcher Stelle er angreifen möchte. Also da ist jetzt auch die Frage, muss er sich einen anderen Punkt aussuchen, der Michael Becker, wenn er noch an Schumacher vorbeigehen möchte. Da sind sie wieder auf der Gegengeraden. Das war die Stelle, an der Michael Becker vorbeigehen wollte. Das ist natürlich auch so ein taktisches Spielchen. Da zeige ich, hier werde ich vorbeigehen. Dann fährt A, der Schumacher, eine andere Linie an dieser Stelle. Und ich kann anders an ihm vorbeigehen. Andererseits fühlt er sich bei anderen Punkten sicher und dann greife ich eben dort an. Jetzt habe ich schon gedacht, das klappt auch schon. Jetzt bei der Steilkurve, Michael Becker auf der Start- und Zielgeraden, ganz viel Schwung mitgebracht, aber dann nicht vorbeigegangen. Schikane, dann die Gegengerade. Auch so eine beliebte Stelle, aber da ist Michael Becker zu weit weg von Michael Schumacher. Ich denke mir, das weiß er vielleicht auch, dass er da zu weit weg ist von Michael Schumacher. Und er gibt jetzt nochmal mächtig Zunder. Verfährt sich jetzt wieder eher frei von Michael Becker. Wenn wir die Rundenzeiten anschauen, dann ist der Thomas Schumacher hier mit der schnellsten Rundenzeit im gesamten Lauf hier unterwegs. Dementsprechend muss natürlich jetzt auch Michael Becker wieder mehr Tempo aufnehmen. Dahinter auf Platz 3, da ist jetzt der Timo Haug vorbeigegangen an Patrick Weinstock. Aber das wird ihm natürlich jetzt wenig im Augenblick nützen, dem Timo Haug. Auch wenn er hier an Patrick Weinstock vorbeigeht, ist sein Rückstand 20 Punkte. Und Platz 3 auf Platz 4 sind es gerade mal 3 Punkte. Also das bringt Timo Haug jetzt auch nicht mehr weiter. 2 Minuten 55 Sekunden auf der Uhr. Wieder der Blick auf die Rundenzeiten. Dieses Mal Michael Becker wieder schneller unterwegs als der Thomas Schumacher in diesem Finalrennen. Und jetzt könnte es natürlich noch passieren, wenn der Timo Haug hier schnelle Rundenzeiten fährt, dass er sich noch zu diesen beiden gesellt. Aber dazu ist die Zeit in meinen Augen eigentlich ein bisschen zu kurz. Wir haben noch 2 Minuten 15 Sekunden. Und dann sollte in dieser letzten Runde spätestens die Entscheidung fallen. Becker wird wieder schneller, Runde um Runde. Und das bedeutet, er bringt in jede Runde natürlich den Schwung mit aus der vorhergehenden. Dann ist er zwar dran am Thomas Schumacher, aber dann muss er es noch schaffen, vorbeizugehen an der
567. Aber nachdem Thomas Schumacher seit 39 Jahren, seit 1979 im Motorsport tätig ist, da kennt er so circa jeden Trick. Da weiß der manchmal schon, bevor man selbst überhaupt überlegt, das könnte ich tun, weiß der Thomas Schumacher schon, was passieren wird. Und so sieht mir das jetzt hier auch aus. Eine Minute, 10 Sekunden vor Schluss hat Thomas Schumacher den Abstand wieder auf fast eine halbe Sekunde erhöht. In diesem Finallauf. Und jetzt heißt es wieder für Michael Becker erstmal Lücke zufahren. Und dann muss er auch noch vorbeikommen am Thomas Schumacher, der mit diesem Sieg, wenn es so bleibt, der neue Champion der DD2 Masters sein wird. 2 Runden ist noch Zeit für Michael Becker. Aber die Zeit, die er braucht, um überhaupt an Schumacher ranzukommen, den Thomas Schumacher überhaupt erstmal zu gefährden, das ist zu lang. Das wird nicht reichen für 2 Runden. Der Abstand zu groß zwischen dem ersten und dem zweitplatzierten. Timo Haug auf einem sicheren 3. Platz im Augenblick unterwegs. Patrick Weinstock als 4. und Klaus Parnett als 5. in diesem Lauf. Und da gehen sie in die letzte Runde. Und Michael Becker geht nochmal in den Windschatten, kurzzeitig in den Windschatten von Thomas Schumacher. Der macht sich jetzt natürlich ganz breit auf den Geraden und er macht sich ganz eng in den Kurven. Jetzt auch in der Schikane Richtung der Gegengerade. Letzte Chance eigentlich für Michael Becker, wenn er hier den Thomas Schumacher noch irgendwie ausbremsen möchte, wäre es jetzt an der Zeit. Schafft's nicht, kommt nicht vorbei und damit das wird nochmal eng unten in der Kurve, aber dann gewinnt Thomas Schumacher diesen Lauf und ist damit neuer DD2 Masters Sieger 2018. Und hier brandet jetzt Riesenapplaus auf für dieses spannende Rennen, das wir in dieser Klasse erleben durften. Ja, damit ist es jetzt amtlich. Jetzt müssen wir natürlich noch abwarten, die technische Abnahme und verschiedene andere Dinge. Aber das müsste es eigentlich für Thomas Schumacher gewesen sein. Timo Haug gratuliert Michael Becker hier zur Vizemeisterschaft. Und wir warten natürlich jetzt, bis die Fahrer die Strecke verlassen haben. Und der Thomas Schumacher, der kann es noch gar nicht fassen, dass es auf diesen, ja man muss schon sagen, letzten Metern noch geklappt hat, Meister zu werden.